So, wir sind ja gerade auf der Spree unterwegs und ich wollte euch ein kleines Stückchen mitnehmen hier am schönen Fluss in Berlin. Und ja, gleich wird noch die Maria zu mir kommen. Die nehmen momentan noch kalte Getränke ein. Ja, man hat ja einige Sehenswürdigkeiten. Die Tour, die geht übrigens ungefähr so eine Stunde, aber so lange machen wir hier nicht. Aber zumindest für diejenigen, die gesagt haben, Mensch, wir würden da gerne unbedingt mal hin, ist genau dieses Video jetzt hier. Ja, gerne mal die ersten Kommentare hier unten rein. Momentan sehe ich noch nichts. Wir haben einen wunderschönen Ausblick auf den Fernsehturm und ja, ohne Ende Sehenswürdigkeiten hier. Das Schöne ist, es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut hören. Gebt da gerne mal ein Feedback. Aber hat auch den Vorteil, dass es nicht so warm ist wie jetzt mitten in der Stadt. Also die Tourboote hier, die werden immer gerne genommen. Da hinten seht ihr übrigens auch die Meni. Die sitzt da vorne. Könnt ihr mal gucken. Die sieht uns nicht. So. Also. Und ja, jetzt haben wir auch noch einen speziellen Gast hier im Video, nämlich die Frau, die hier alles organisiert hat mit der Tour vom Detlef Seif, die Maria. Hi. Ja, Politiker, die viel in der Flut getan haben, ich hatte es die Tage schon gesagt gehabt, manchmal kommt hier der ein oder andere Shitstorm. Mensch, warum findest du denn den einen oder anderen Politiker gut, beispielsweise wie Herbert Reul oder Detlef Seif oder so? Das ist ganz einfach, weil ich die Leute nach Taten beurteile. Und wenn ich sehe, dass sie in den Flutgebieten viel getan haben, dann habe ich mit den Menschen auch gerne zu tun, irgendwie egal von welcher Partei. Und wie gesagt, das kann man auf alle beziehen. Maria, wie geht's hier erstmal? Also das war ja mega interessant die letzten Tage. Hol mal ein bisschen aus vielleicht. Ja, genau. Wir haben auch mal so gehört, dass alles möglich ist, ne? Bundesnachrichtendienst, Verkehr, also wir haben auch gelernt, was man alles nicht darf, ne? Und was man nicht machen sollte. Und wir haben ja unsere Erfahrung aus der Flut gemacht. Und ja, wir sind auch angehört worden und das wurde auch speziell auf uns abgestimmt. Und es ist ein kleines Dankeschön auch von Detlef Seif für die Arbeit, die wir geleistet haben. Ja. Also für viele freie Helfer ist natürlich nicht klar, dass alle nicht, ist klar, dass natürlich nicht jeder mitkommen kann, weil die Plätze sind natürlich begrenzt bei sowas hier. Aber ich finde es ein tolles Dankeschön. Ja, ja. Nächstes Jahr. Genau, weil wir haben ja auch Leute, das wusste ich nicht, das war mein Fehler, zum Beispiel mit Ronny und dann ist da kommt noch was danach. Es ist nicht alle Tage Abend, aber Stückchen für Stückchen und mal Danke sagen oder mal auch mal nochmal Zeit miteinander zu verbringen. Oder auch, es ist ja noch nicht vorbei. Wir helfen ja nach wie vor noch in der Flut und das ist ja auch wichtig. Ja. So, und die Rena, die ist übrigens auch mit da. Ja. Guck mal hier, da ist sie. Hallo Rena, sag mal hallo. Die Leute vermissen dich schon. Die Hallo. Gute Küchen. Ja, das Spendenlager gibt es nicht mehr. Das Spendenlager gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Ja, aber du bist auch mit Mann und vielen anderen mit hier. Wie ist es für dich bis jetzt im Moment? Also, ich muss sagen, das ist ein Erlebnis für mich gewesen. Ich fand es ganz, ganz toll, die Gemeinschaft, die sich gebildet hat, auch mit einer anderen Gruppe, die nichts mit unserer Sache zu tun hatte. Aber das ist eine schöne Gemeinschaft geworden, muss ich sagen. Gefällt uns allen sehr gut. Ja, und Steven ist hier? Ja. Ne? Hat auch einen schönen Hintergrund, da rede ich mal um, Steven. Guck mal. Ja. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ja, Maria, wir werden heute den Tag noch genießen, den Abend, morgen geht es wieder zurück. Von dir vielleicht noch so ein paar Worte generell. Ja, aber es geht dir, helft ja weiterhin. Ne, du bist unterwegs, um zu zeigen, wo es noch hapert. No. Ich bin mit meinen Handwerkern unterwegs und helfe beim Wiederaufbau und all diesen gemeinen Problemen, eigentlich meistens mit Netzwerken. Also die neu am Kanal sind, wir reden hier über die Flutkatastrophe Ahrtal und NRW. Genau. Ne, das sind die Sachen aus 21, wo wir immer noch mit aktiv sind. Auch Handwerker, die du immer super toll organisierst, zum Beispiel die Elektrofirma, die mit ihren Auszubildenden kostenfrei Fluthäuser mit aufbaut, was das Thema Elektro angeht. Ja, das ist die beste Möglichkeit für die Meister, mal eine Woche Betriebsurlaub zu machen in den Fluthäusern, die noch stark betroffen sind, und dann Sachen zu zeigen in Ruhe. Und das wird gerne gemacht, aber auch andererseits werden wir ja auch immer wieder angesprochen auf Probleme. Und wie zum Beispiel, wir haben in Eusbüch noch eine Schule, da ist die Mensa immer noch nicht im Stand, Kinder haben Ganztagsunterricht. Und solche Sachen, wir werden auch immer wieder angesprochen, wo hapert es noch. Und das Hapern ist dann halt auch immer, dass wir uns darum kümmern und versuchen irgendwie die Politik darauf aufmerksam zu machen, die wissen auch nicht alles. Und das ist ja momentan unser Job, immer wieder Leute, die helfen wollen, mit Leuten, die noch Hilfe brauchen, zusammenzubringen. Genau.
Und in den Fluggebieten Deutschlands, ich sag's mal ganz klar, da gibt es noch ganz, ganz viele Menschen, die Hilfe brauchen. Also es ist nicht so, als ob da alles in Ordnung ist. Ich setze auch nachher nochmal einen Beitrag hier und den ersten Beitrag des Tages, wo man noch was über die Fluggebiete nachlesen kann. Ja, und ansonsten schippern wir jetzt so ein bisschen rum, würde ich sagen. Ne? Genau, wir genießen noch ein bisschen, wir werden gebildet und kriegen einige Informationen hier und können auch einige wichtige, tolle Gespräche führen. Ne, es ist immer so, nicht so starr. Wir haben also jede Veranstaltung so gehabt, dass wir einen großen Teil hatten, wo man einfach mit den Leuten in Kontakt kam und seine Informationen und seine Sachen weitergeben konnte. Und das ist halt auch wichtig. Was die Leute nicht wissen, kann uns auch nicht helfen. Cool. Ja, und wir haben tolle Leute kennengelernt. Du bist auch gestern Friedrich Merz über den Weg gelaufen. Also super. So, und jetzt nehmen wir euch hier noch ein Stückchen mit, ihr Lieben. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen okay, denn es windet ein klein bisschen hier. Und ja, hier an den Promenaden kann man schön essen und trinken. Wir fahren hier auch durch ein neu gebautes Viertel, was damals in der DDR-Zeit mit aufgebaut wurde. Mal gucken uns mal hier ein bisschen die Gegend an. Spring rein, schreibt Lydia. Die Ina Westerfeld schaut auch zu. Also an alle, die zuschauen, hier ganz, ganz lieben Gruß. So, dann dreht das nächste Schiffchen. Ja, wenn ihr mal Ideen habt, über was wir in der Zukunft hier auch auf dem Kanal sprechen wollen, in Deutschland gibt es viele Themen, die wir momentan vor der Brust haben. Die illegale Migration ist nur eins davon, die Altersarmut ist eins davon. Ja, Bildung, Kinder, ja, Ausbildungsstand aktuell bei vielen Sachen und natürlich auch das Thema Wirtschaft. Also was euch besonders interessiert, schreibt es rein. Ich hole uns verschiedene Ansprechpartner von verschiedenen Parteien oder auch Organisationen mit dazu. Das Thema Wolf wird natürlich auch mit dabei sein. Heiß umstritten natürlich. Da wäre ich auch auf einer Wolfsveranstaltung. Jetzt demnächst eigentlich sogar zwei Wolfsveranstaltungen. Und dann nehmen wir euch mit. Und hier darf es nicht allzu groß sein, weil guck mal hier. Hier dreht gerade das Schiff. Guck mal. Und jetzt geht es in die andere Richtung wieder. Lydia war noch nie in Berlin. Lydia, das stimmt nicht. Du bist gerade live mit dabei. Ja? Und das ist doch auch eine ganz coole Geschichte, finde ich, dass wir Leute mitnehmen können. Ich weiß, wir haben viele Menschen draußen, die nicht immer irgendwo hinfahren können, wo sie es gerne möchten. Und insofern freue ich mich auch, wenn ich euch hier immer mal so ein Stückchen mitnehmen kann, ein bisschen daran teilhaben lassen kann an ja auch mal schönen Sachen, wie zum Beispiel das Ganze jetzt hier. Natürlich gibt es auch traurige Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel die Live-Berichterstattung aus Solingen. Oder auch aus den Flutgebieten, aber das hier ist doch mal was Schönes. Ja, und freut mich auch, dass euch die Berichte aus Ägypten gefallen haben. Da gab es ja sehr, sehr viel positives Feedback. Und da freue ich mich natürlich auch drüber. Also ihr Lieben. Sollen wir noch ein bisschen drin bleiben? Schreibt es mal gerne mit rein. Wenn ja, bleiben wir noch ein paar Minuten. Und wenn nicht, dann ist das auch vollkommen okay. Denn hier steht schon ein Eiskaffee. Der Steven hat sich schon eingeholt hier. Gehen wir mal gerade hier zum Steven, guck mal. Der hat den Eiskaffee hier in der Hand, der hat ihn schon halb ausgetrunken hier. Ja, geht schnell bei dem Wetter. Ja, ist warm. Wir haben 30 Grad und Steven muss man auch wieder dazu sagen, wir sind eben, das ist ein wichtiges Thema, das können wir auch ansprechen, gehört auch zu den aktuellen Themen in Deutschland. Wir sind eben an einem Obdachlosen vorbeigegangen und uns beiden ist aufgefallen, der bewegt sich gar nicht. Steven hat probiert, ihn anzusprechen, der hat nicht reagiert, war komplett nicht ansprechbar. Wir haben also über 30 Grad hier in Berlin gerade und haben uns dann entschieden anzurufen. Steven hat die Feuerwehr angerufen, die auch rausgekommen ist. Und im Nachhinein muss man sagen, war das eine sehr, sehr gute Idee, da anzurufen, denn die waren auch relativ lange da. Also da war definitiv Not im Verzug. Steven, wie immer, gut reagiert. Also achtet auch ihr auf Menschen, die obdachlos bei uns hier in den Straßen sind, auch im Sommer. Im Winter ist es schlimm, aber im Sommer auch. Ne? Was die Menschen brauchen, ist natürlich Wasser, Verpflegung und ja, Dinge, die kühlen, definitiv. Einfach mal ansprechen. Wenn die Leute ansprechbar sind, dann unterhalten die sich auch mit euch. Einfach mal fragen, hallo, geht's dir gut? Das ist das Einfachste, was man machen kann. Wenn die sagen, ja, ist alles gut, dann gibt er ja von sich aus Bescheid, ja. Ich möchte keine Hilfe. So, aber wenn die Leute dann gar nicht mehr ansprechbar sind, ne, guck nach, ob sie atmen und setzt sicherheitshalber einen Notruf ab. Weil lieber einmal zu viel angerufen, als einmal zu wenig. Ja. Und eben ansprechbar war nicht die Atmung, war sehr, sehr flach, muss man sagen. Und wie gesagt, die Temperaturen sind hier extrem heiß.
Ja, und der Rettungsdienst war dann eben immer noch da. Also insofern war das definitiv die richtige Entscheidung. Und man macht auch immer darauf aufmerksam, man kniet sich hin, wenn man die Menschen anspricht. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Also nicht von oben herab, sondern möglichst auf Augenhöhe. Das wäre der Tipp, den wir geben können. Und danke an alle, die Obdachlose hier bei uns in Deutschland unterstützen. Und der Mike Menke ist ja da auch sehr, sehr viel unterwegs mit den Stützpfeilern beispielsweise. Aber auch die Ahmadiyya-Gemeinde, die muslimische Gemeinde, mit denen ich auch am Zoo unterwegs in Köln bei dem Thema. Also Daumen hoch für die Menschen, die da unterstützen. Ihr Lieben, so, hier nochmal Blick auf den Fernsehturm. Und wir fahren jetzt gerade Richtung Bundestag. Also, sollen wir noch ein bisschen drin bleiben? Schreibt es mal gerne rein. Und ja, bleiben wir noch ein Stückchen dran. Wie ihr möchtet. Your choice. Guck mal, ich trinke meinen Eiskaffee jetzt gerade mal hier. Boah, der hat es aber in sich, meine Herren. Ja, gerne. Nicole Schäfer schreibt es rein. Marion, ja klar, also ihr Lieben, dann zuckern wir noch ein bisschen hier über die herrliche Spree durch Berlin City. Schauen wir hier die herrliche Architektur rein. Für die Stadtkenner, die können natürlich immer reinschreiben, was was ist. Können wir natürlich gerne machen. Domcafé hier am Dom natürlich auch. Und der Steven macht zwischendurch auch immer noch ein paar Fotos, glaube ich. Das ist auch gut. Ja, Wasser der Spree soll besser sein als bei den Olympischen Spielen in Paris. Ja, gut. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Seid ihr Bellevue losgefahren? Ich glaube schon, am Bahnhof. Ja, auf jeden Fall Friedrichstraße, ich habe da auch mal gewohnt. In der Friedrichstraße, direkt in der Nähe des Tränenpalastes. Das Tränenpalast für diejenigen, die nicht kennen. Ich habe früher auch Veranstaltungen gehabt und so Sachen, war noch im jungen Alter. Und Tränenpalast, einer der Orte, wo Menschen sich aus der DDR verabschieden konnten, wenn sie dann in Rente waren. Da hieß dann Tränenpalast, weil dort so viele Tränen flossen, weil man wusste, man wird sich wahrscheinlich so schnell nicht wiedersehen. Zu der Zeit, wo wir da Veranstaltungen hatten, da konnte man tatsächlich noch die Verkabelung sehen von der Stasi und den Geheimdiensten, die dort natürlich auch abgehört haben. Und das war schon sehr erschreckend, muss ich sagen. Also wenn man das nochmal so in echt gesehen hat. Ich war auch damals, nachdem die Mauer gefallen ist, im jungen Alter direkt mit meinem Vater hier in der DDR früher und danach auch in Berlin. Ich hatte eigentlich damals auf die Fahrt keine Lust, weil ich jung war und eigentlich etwas Cooles machen wollte. Ich muss sagen, dieser Fahrt mit meinem Vater nach Berlin war bestimmt einer der eindrucksvollsten Sachen, die ich in der Kindheit gemacht habe. Man hat wirklich eins zu eins gesehen, wie sah es nach der Wende, nach dem Mauerfall hier aus. Und das sind so Erfahrungen und Dinge, die nimmt einem keiner mehr. Da kann man noch so viele Dokus sehen. Die Realität gesehen zu haben, ist immer was richtig gut wert ist. So, wir gehen die Züge rüber. Und Irene hat sich gemütlich gemacht, ne? Ja, ich habe es gemütlich gemacht. Sehr schön. Es gibt hier so viel Tolles zu sehen. Alte Kunst, gerade fährt ein ICE über die Brücke zwischen der alten Kunst. Also faszinierend, Berlin ist toll. Und das aber schön, mit vielen Leuten aus dem Team wieder. Ja, zu haben, da habe ich mich total drüber gefreut. Ja. Ist richtig schön. Wir grillen demnächst auch mal bei mir. Ja. Ja. Alles klar. So. Ja, wie man sieht, wird auch überall noch gebaut und Berlin ist ja schon relativ viel zugebaut, muss man sagen. Man sieht also überall, dass die Stadt immer enger wird, weil es wollen natürlich auch noch mehr Menschen hier zukünftig wohnen in der Hauptstadt. Die Mieten sind auch nicht günstig, aber wo sind sie da schon? Aber gerade natürlich in den Hauptstädten bei uns, auch hier in Berlin, ist das nochmal extra ein bisschen mehr als woanders. Wenn zum Beispiel bei uns in der Eifel deutlich günstiger wohnen. So.
die Sonne scheint hinten auch noch ein bisschen. So, dem Sonoman gefiel es in Berlin auch, schreibt Marion hier rein. Berliner Mauer, ja. Vielleicht sind wir dann nachher nochmal. Da wurde ja ein Teilstück auch wieder hergestellt. Ja, aber man kann überall halt auch nochmal die Pflastersteine sehen, wo beispielsweise die Berliner Mauer lang gegangen ist. Ne, für diejenigen, die mal nach Berlin fahren, kleiner Tipp. Überall dort, wo ihr die Bimmelbahn noch über Tage seht, sozusagen, also nicht als U-Bahn, da ist höchstwahrscheinlich immer Ost-Berlin, während in West-Berlin dann eher die U-Bahn war. Also ein bisschen schippern hier auf der wunderschönen Spree. Der langgezogene Bau. So, Spreekanal. Auch hier die Warnung vor Querströmung. Nördliche Brücke hier. So, das Bode-Museum hier. Schaut mal, auch ein wirklich prachtvoller Bau. Tolle Skulpturen mit drauf. Und die Architektur hier in Berlin, wirklich gigantisch. Mein Tipp übrigens auch hier, Unterwelten-Touren, wenn ihr irgendwann mal hier in der Ecke seid. Das macht definitiv Sinn, wenn man sich dann auch für diese Zeit interessiert. Aber schon erstaunlich, was Menschen so alles gebaut haben. So, natürlich auch hier die Tour mit in Englisch. Zoomen wir nach hier hinten. Today, there are restoration workshops, depots of the museum island and a department of the ja, die Museumsinsel wird hier gerade besprochen. Ja, tolles Wetter hier. Nur noch ein bisschen braun. Ja, schreibt mal rein, welche Themen treiben euch so momentan in Deutschland um? Mal schon mal ein bisschen eine Abfrage machen, was wir demnächst hier als Themen mit auf den Kanal nehmen. Jutta, vielen lieben Dank. Wir wünschen dir auch einen schönen Abend. Und allen anderen natürlich auch. Das Handy wird auch langsam wieder heißer. Bei den Temperaturen bleibt das natürlich nicht aus. Also ihr Lieben, haben euch ein Stückchen mitgenommen. Und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Und ja, ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch den Tag. Und herzlichste Grüße hier von uns allen aus Berlin. Guck mal, Stadtrundfahrtzeitling, wo es geht auch. Also ihr Lieben, zu hohes Bürgergeld. Ina Westerfeld, ja, das können wir demnächst machen. Ja, man bekommt keine Mitarbeiter mehr, ist auch ein sehr, sehr gutes Thema. Es stehen übrigens 40.000 Arbeitsplätze, soweit ich weiß, momentan im Bereich der Ausbildung in Deutschland frei. Das heißt, da ist auch ja, für die Firmen das Ganze sehr, sehr schwierig. Ihr Lieben, kommt gut durch den Nachmittag. Ciao, ciao. Also haben wir schon mal ein paar Themen für demnächst. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.